Hallo und herzlich willkommen zum ersten YouTube-Tutorial dieses Jahr. In diesem Video wird es um CMS-Systeme gehen, in einem ziemlich weiten Rahmen. Wir werden noch nicht programmieren, wir werden nicht designen, wir werden nichts in dieser Richtung machen. Tut mir leid an alle diejenigen, die darauf gehofft haben. Allerdings muss man einfach, bevor man mit dem spaßigen Zeug anfangen kann, leider ein bisschen Theorie machen. Das ist in der Uni so, das ist in der Schule so und das ist überall so. Es ist schlimm, aber es ist leider so. Und es ist auch wichtig. Also, wenn ihr noch keine Ahnung von CMS-Systemen habt, noch nie damit gearbeitet, noch vielleicht gar nicht wisst, was das genau ist, guckt euch das Video an. An alle diejenigen, die wissen, was ein CMS-System ist, die wissen, wie es funktioniert, die mit WordPress vielleicht schon mal was gemacht haben oder sowas, ihr könnt dieses Video auslassen, ihr könnt es auch gerne angucken. Ich freue mich immer, wenn jemand das anguckt. Aber ihr könnt das auch überspringen, weil es ist wirklich Theorie-Basic-Wissen über CMS-Systeme. Und wirklich über WordPress werden wir relativ wenig bis gar nichts machen. Also, an alle diejenigen, die noch nie was mit CMS-Systemen gemacht haben, los geht's! Unsere erste Frage ist, was ist ein CMS? Diese Frage ist sehr einfach zu beantworten. Wir haben auf der einen Seite eine Webseite. Diese werden von zwei Arten von Menschen besucht, einmal den Nutzern. Sie lesen die Webseite, sehen eigentlich nur das Frontend, also die eigentliche Webseite, und haben nichts mit dem Hintergrund, dem Content oder irgendetwas zu tun, wie die Webseite funktioniert. Die Admins hingegen haben allgemein eine ganze Menge damit zu tun. Das Problem ist aber, dass die wenigsten sich mit Code auseinandersetzen wollen. Sie wollen weder PHP-Funktionen schreiben, JavaScript verstehen oder irgendwas mit HTML oder CSS machen. Sie wollen ihre Texte schreiben, das möglichst unkompliziert und möglichst schnell. Da Webentwickler oder Leute, die Code verstehen, meistens relativ teuer sind, muss da eine Lösung her, weil einmal haben diese Leute meistens nicht die Zeit und die Lust, für jeden einzelnen kleinen Satz, der im Web veröffentlicht wird, einen neuen Auftrag zu machen, und es würde sich auch einfach nicht rechnen. Daher wurde ein CMS-System entwickelt. Diese Systeme schalten sich zwischen den Admin und die Webseite. Von dort aus kann der Admin ohne Code zu sehen wichtige Informationen verwalten, Texte veröffentlichen, User-Kommentare bewerten oder löschen oder verändern, keine Ahnung, und das alles ohne Code zu sehen. Das macht den Admin glücklich, spart Kosten und Zeit, und daher sind CMS-Systeme für komplexe Projekte extrem wichtig und gar nicht mehr wegzudenken. Unser nächster Punkt ist, was steckt dahinter? CMS-Systeme sind sehr kompliziert. Im Prinzip hat man das Backend. Dieses ist eine von zwei Seiten des CMS. Das Backend beschäftigt sich damit, mit dem Server, also mit dem Webserver zusammen, eine Kommunikation zu betreiben. Es werden Daten vom Server zum Backend geleitet und vom Backend in den Server. Damit umgeht man praktisch das Verwalten von Datenbanken per Hand. Datenbanken sind unglaublich groß, dort drin werden alle möglichen Informationen gespeichert. Wie viele Likes ein Post hat, welche Posts es gibt, welche Menüpunkte, welche Inhalte, Bilder, Bibliotheken, Galerien, alles wird in Datenbanken gespeichert. Sie sind praktisch das Herzstück einer großen Webseite oder auch einer kleinen Webseite. Allerdings muss man sagen, dass das Frontend, das sich aus dem Backend generiert, praktisch genauso wichtig ist. Dort können die User die Webseite sehen. Es gibt praktisch also immer zwei Seiten von CMS-Systemen. Einmal das Backend, wo User oder Admins sich verwalten können, und das Frontend, wo die wirklichen Besucher der Webseite die Webseite sehen. Admins können zum Beispiel über das Backend, was ich gerade eben schon erwähnte, Informationen verwalten oder eintragen. Dies umfasst zum Beispiel wichtige Einstellungen wie Links und alles Mögliche, was halt wirklich mit Einstellungen der Webseite zu tun hat. Welche Sprachen, Farben, Schriftarten, alles Mögliche. Es kann aber genauso gut Logins von Usern oder anderen Admins verwalten. Also man muss nicht in die Datenbank rein, um zum Beispiel einen neuen User anzulegen. Genauso, wenn man einen User löschen will, Beiträge löschen will oder allgemein Datensätze verändert. Gleichzeitig können wir aber auch neue Content-Sachen kreieren. Es können Beiträge verfasst werden und das alles ohne Code anzufassen. Wir können also Beiträge schreiben, wir können Kommentare schreiben, ohne zu coden. Und das spart eine Menge Zeit, Arbeit und Mühe. Gleichzeitig können die Nutzer, die praktisch nur das Frontend sehen, mit der Webseite interagieren. Sie können E-Mails schreiben, Likes, ihren Account verwalten, kommentieren, was zum Beispiel die Hälfte aller Menschen in Facebook, YouTube oder auf Blogs macht. Im Prinzip agieren also die Nutzer, die Besucher der Webseite, genauso wie Admins mit dem Backend, da diese Informationen, die sie auf der Webseite vergeben, im Backend für den Admin zu sehen sind.
Der sieht zum Beispiel, welche Kommentare wurden gemacht. Ist es das Spam? Ist das vielleicht irgendwas Pornografisches? Oder irgendwas, was dort nicht hingehört? Dort kann er die verwalten und löschen. Gleichzeitig kann er aber aus den Informationen, die er über die Nutzer im Backend sieht, zum Beispiel Statistiken, also Aufrufe von zum Beispiel Videos, Altersgruppen oder einfach wie Leuten ein Beitrag gefallen hat, neue Beiträge kreieren. Dieses Ganze ist praktisch ein Kreislauf, der sich stetig weiterentwickelt. Es ist extrem runtergebrochen in diesem Schaubild, es ist deutlich komplizierter als hier, allerdings reicht es, um zu verstehen, wie eine Website bzw. eine CMS-gestützte Website funktioniert. Das nächste ist, welche Websysteme gibt es, also welche CMS-Systeme gibt es? Dazu müssen wir einmal wissen, es gibt jede Menge verschiedene. Das erste große ist WordPress. WordPress ist, glaube ich, aktuell, ich weiß es nicht genau, ich schätze, das mit Abstand größte CMS-System von den Zahlen der Webseiten, die damit laufen. Es ist genial von der Benutzeroberfläche, Oberfläche im Backend und im Frontend ist damit fast alles möglich. Allgemein muss man allerdings sagen, dass WordPress extrem auf Blogs bezogen ist und zum Beispiel Foren oder Shopping-Systeme damit nicht so einfach umzusetzen sind. Allerdings ist es halt wirklich extrem schön für kleine Webseiten und Blogs. Gleichzeitig ist ein nächstgrößeres ist Joomla. Es ist schon sehr lange auf dem Markt und hat viele Freunde und Feinde. Es ist im Prinzip auch ein Blogging-System, allerdings mehr für große Webseiten und Foren geeignet, weil man dort eine viel bessere Struktur im Backend hat, allerdings ist es auch komplizierter. Das umfangreichste und eines der gefürchtetsten CMS-Systeme ist Typo3. Das ist berechtigt, Typo3 besitzt zum anderen eine eigene Programmiersprache, das Typoscript, was man können muss, um dort Plugins oder Themes zu schreiben. Jedoch ist das relativ einfach zu verstehen, aber Typo3 ist trotzdem nicht für viele Projekte geeignet, weil es einfach riesig ist. Also es ist wirklich, man muss sich das vorstellen, man will zum Kiosk fahren, um die Ecke drei Häuser weiter, dann nimmt man keinen Bus, den man erst in Bewegung setzen muss. Es ist wirklich, für eine kleine Webseite reicht WordPress, reicht Joomla oder gleich das nächste Drupal, aber Typo ist einfach riesig, damit werden gewaltige Websites umgesetzt. Es bietet unendlich viele Möglichkeiten und gleichzeitig aber auch viel, viel Komplexität. Drupal ist so ähnlich wie Joomla, hat auch eine relativ komplizierte Benutzeroberfläche, meiner Meinung nach. Es ist meine persönliche Meinung. Es gibt für jedes CMS-System Freunde und Feinde und man muss sagen, es gibt unglaublich viele. Das hier sind die vier größten. Es gibt noch jede Menge, die Geld kosten. Das sind Freeware-Systeme hier. Es gibt aber noch unendlich viele kleine CMS-Systeme. Grundsätzlich für unsere nächste Frage, welches für mich das Richtige ist, muss man sagen, dass es einfach kein richtiges CMS gibt. Es gibt für jedes CMS Vor- und Nachteile. Man muss einfach wissen, was möchte ich. Wenn ich zum Beispiel auf meiner Webseite nur ein Datum ändern möchte, dann bringt es nichts, wenn wir dieses mit Typo3 umsetzen. So, das war es dann auch schon wieder mit unserem kleinen Tutorial. Nächste Woche geht es weiter und zwar mit WordPress. Wir werden uns dann angucken, wie WordPress funktioniert, wie The Loop funktioniert, das ist die Mechanik hinter WordPress. Und wir werden anfangen, schon mal ein bisschen zu überlegen, was wichtig für ein Theme ist. Die Woche drauf, also die, keine Ahnung, welcher Tag das ist, auf jeden Fall die Woche drauf, geht es dann wirklich los mit Theme-Bau. Wir werden dann für WordPress ein kleines Theme bauen. Es wird sehr simpel, es wird sehr einfach, aber es wird funktionieren. Das ist das Entscheidende daran. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war vielleicht nicht zu langweilig. Mir persönlich ist es wichtig, dass man nicht nur so einen Bauplan hat, wie ein CMS funktioniert, sondern einfach das CMS an sich versteht. Weil sonst hat man später das Problem, der Lehrer sagt, es ist 1 plus 1 ist 2. Wenn man aber 1 plus 3 rechnen soll, hat man keine Ahnung mehr. Und deswegen muss man einfach das System verstehen, also WordPress verstehen oder Typo verstehen oder egal welches. Und nicht nur einfach nach dem Bauplan ein Theme bauen. Weil das kann jeder. Das Problem ist aber dann, sobald etwas auftaucht, wirklich was nicht so ist wie in dem Bauplan, ist man komplett verloren. Und das ist nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nächste Woche Sonntag 14 Uhr nicht. Bis bald. Ciao.